dieser Stelle begrüße ich wie immer alle unsere Freunde und Norwegen-Fans. Ich bin wieder mit meinem Freund Peter unterwegs nach Südnorwegen, angeln auf Pollack. Wir haben uns Gedanken gemacht, ob wir über den Haukelipass rüberkommen, weil er oft gesperrt wird. Immerhin haben wir Mitte April und das Wetter ist sehr extrem hier oben. Haukele passiert, es war schon heftig da oben. Unterwegs mit Peter überlegt, ob wir nicht mal unter dem bekannten Langfossen Wasserfall Angeln ausprobieren sollten. Wer das schon mal gemacht hat, bitte kommentieren. Der Georg ist bei seiner Lieblingsbeschäftigung Angel am Fjord in der Nähe von einem Wasserfall. Wow. Es hat leider nicht geklappt, obwohl wir uns sicher waren, dass der Fisch da stehen muss, keinen einzigen Zupfer gehabt. Mittags waren wir schon in unserem Häuschen, schnell alles ausgepackt, Mittag gegessen und heute wollen wir noch angeln. Erster Wurf und gleich ein Biss. Und wie immer soll das der größte sein heute bei Peter. Da ist unten was. Sieht man was? Da schon, ja. Nee, das ist Pollack. Pollack? Aber guck mal, was hier ist. Das ist was anderes. Uiuiui. Ui, ui. Oh, oh, what? Schneit und der Fisch beißt. Die Waffe. Als Köder für Pollackangel nehmen wir Jigs, hier abgebildet. Die Jigs gießen wir selber, die Form spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig aber ist das Gewicht ab 16 bis 26 Gramm, je nach Drift. Auf den Haken kommt ein Twister ab 7 bis höchstens 9 cm. Der Twister muss möglichst lang sein. Die Farben spielen keine Rolle, es müssen aber Neonfarben sein, wie hier unter einer Neontaschenlampe zu sehen ist. Also keine schweren Bleiköpfe, höchstens bis 26 Gramm, keine großen Gummifische oder ähnliches. Glaubt mir, damit fängt man keine größeren Pollacks. Unsere Ruten sind 2,40 Meter lang, ab 50 bis 80 Gramm Wurfgewicht. Stationärrollen ab 3500 bis 4000. Auf die Rolle kommt gute 014er rundgeflochtene Schnur drauf. Wir benutzen aber für Pollackangel nur monophile Schnur 030er. Das muss aber eine gute Mono sein und mindestens 8 Kilo tragen können. Am Ende schalten wir etwa 1,5 Meter Carbonschnur vor. Carbonschnur ist viel stärker, hat höhere Knotenfestigkeit und soll für den Fisch im Wasser unsichtbar sein. Der Vorteil von monophile Schnur,
Sie sinkt schneller ab und damit kann man mit leichteren Gewichten angeln. Die Formel lautet: Bleiköpfe nehmen, so leicht wie es nur geht, den Köder führen, so langsam wie es nur möglich ist, und damit fängt er mehr Fisch und vor allem größere. Da unser Zielfisch in Südnorwegen der Pollack ist, fahren wir auch nur Unterwasserberge an, wie hier unser Topstellen. Solche Unterwasserberge gibt es überall in Südnorwegen. Die beste Tiefe ist ab 15 bis 25 Meter. Hier noch ein kleiner Tipp: Beim kleinsten Zupfer sofort voll anschlagen. Der Jig ist so konstruiert, beim Anschlagen macht er einen Dreher und der Fisch wird an der Lippe gehackt. Damit bleibt auch die Schnur heile, weil der Pollack scharfe Zähne hat und der Haken ist auch einfacher zu lösen. Na, ich mache neu, ne? Ha? Oh, da kommt. Ja, Polo. Zeig mal. Ja. Immer schön. Ja, der andere war größer. Der andere war größer? Ne, der ist schön. So, albanische Kanone. Schön, ne? Okay. Was auch sehr wichtig ist beim Pollackangel, ein Fischgreifer, wie hier abgebildet mit Pistolengriff. In dieser Form gibt es nur zwei auf dem Markt und der kleinere hat sich als der bessere erwiesen. Man greift den Fisch damit an der unteren Lippe, hat kein Blut im Boot und beim Hackenlösen braucht man den Fisch mit der Hand gar nicht anfassen. Hier auch sehr praktisch solche Holzstäbchen, damit lösen wir den Haken, falls der Fisch den Köder doch noch schlucken sollte. Nee. Da kommt was. Das ist Pollack, ne? Oh, der ist aber ein guter. Oho. Ja, jetzt müssen wir den noch rausdrehen. Ja? Das ist ein Schwein. Warte, passt nicht rein. Heb mal ein bisschen. Schön, schöner Fisch. Okay.
Aber der war schön, mal lieber, Mann. Boah, der ist aber gut. Sag mal, kommt da was oder nicht? Muss aber. Hast du überhaupt was gefangen? Da kommt was hoch. Wo denn? Ach. Du bist schön vier. Albanische Kanone. Das wird nix. Das wird nix. Ui. Sehr schön. Mal Bier holen. Du pumpst ja wie ein Weltmeister, Mann. Ha? Wenn er groß wäre, hätte ich nicht so. Guck dir das an. Oh, der Burak. Dillard. Oh, oh. Was? Schön. Okay. Mein Gott. Der Seelachs dürfte natürlich wieder schwimmen, der Dorsch ist aber ein willkommener Beifang beim Pollack-Angeln. Rote ist krumm. Wir haben ein Wetter wie im Sommer. Du. Schon die ganze Woche. Wow. Ja, ich sehe kein Dorsch. Ich hole das. Boah, das war gut. Guck mal, was für ein Tief. Hier? Schöner, schöner Fisch. Und nun haben wir Ende Oktober. Wir haben uns mit Peter entschieden, nochmal einen Ausflug zu machen in den Süden Norwegens auf Pollack-Angeln. Der Vorteil beim Fjordangeln ist, man kann angeln, egal zu welcher Jahreszeit. Man hat kaum Wellengang, weil man von Bergen ringsherum geschützt ist. Schönes Wetter. Und der Fisch, der beißt da. Unglaublich da. Alles Riesenbrocken, alle.
Der ist aber auch gut, oder? Oh, der ist aber schön. Guck dir das an. Zeig mal. Oh. Quer. Riesenteil, Mann. Der ist groß, du. Geil. Wir waren schon zu jeder Jahreszeit angeln auf Pollack in Südnorwegen, ob im Frühjahr, Sommer oder Herbst, ob bei Kristiansand, Mandal, Stavanger oder wie dieses Mal östlich von Haugesund. Der Fisch beißt überall gleich gut, wichtig ist, Bleiköpfe so leicht zu wählen, wie es nur geht und den Köder so langsam führen, wie nur möglich. Und der Erfolg gibt uns recht. Oder ist aber ein Karacher. Oh Mann, das ist der größte Mann. Mal langsam, langsam. Schau dir das. Langsam, langsam. Guck mal, das ist ein Riesel. Guck dir den an. Aber ist schön. Halte den fest. Also, nein, oh, der ist schön. Ne? Also der ist Tagessieger. Ein Teil. Ne? So glücklich habe ich Peter noch nie gesehen. Endlich hat er seinen ersten Leng gefangen. Kein Riese, aber ein Leng. Da er mit uns nach Hitranich fahren möchte, wo wir die richtige Lengs fangen, muss er sich mit solchen begnügen. Übrigens, unser neuer Hitra-Film ist nächste Woche auch fertig. Wer Interesse hat für Riesenlengs bis 40 Kilo, Lumps, Rotbarsch, Heilbutt, Riesenrochen, Dorsch, und andere bitte in unserem Kanal reinschauen. Hey, sowas gibt's hier auch? Der kackt noch da, oder was? Oh. Er will nicht mitkommen. Ja, wenn du ihn an dem Haken hältst. Auch beim Pollack-Angeln gibt es manchmal Überraschungen. Das war schon ein gutes Exemplar von einem Kalmar. Da war sogar ein einheimischer Fischer sehr überrascht. Ich wusste aber nicht richtig, was damit anzufangen. Zum Glück ist Peter ein guter Koch und er hat den Kalmar richtig köstlich zubereitet.